Hallo meine Lieben, ich wünsche euch ein frohes und vor allem gesundes neues Jahr. In diesem Video möchte ich euch ein paar neue Techniken zur Press-On-Technik zeigen. Wenn ihr darauf gespannt seid und Lust auf ein neues Video im neuen Jahr habt, dann bleibt gerne dran und vergesst auch das kostenlose Abo nicht. Viel Spaß, los geht's! Grundtechnik oder der Grundgedanke ist der, dass weder oben noch unten links rechts so viel Produkt rausquillt. Das mache ich, indem ich den Tipp, gerade bei einem Half-Cover-Tipp ist das ganz praktisch, eben von oben im 45-Grad-Winkel ansetze, aber wirklich richtig bündig und dann herunterpresse. Außerdem solltet ihr bei dieser Variante den Primer nur an der Stelle auftragen, wo auch der Tipp später sitzt, beziehungsweise gerade wenn ihr mit Haftgel arbeitet, ist das sehr wichtig, dass das Haftgel eben nicht über den kompletten Nagel aufgegeben wird bei einem Half-Cover-Tipp. Jetzt kommen wir zum Produkt. In dieser Variation nehme ich ein dünnviskoses, also dünnflüssiges Gel und je weniger ihr davon nehmt, umso besser. Denn durch das Herunterpressen verteilt sich das Produkt natürlich auf eurem Naturnagel und neigt eben zum Rausquillen. Und genau das möchte ich eben mit dieser Technik vermeiden. Also je weniger Produkt, desto besser. Wenn ihr nicht an euch selbst arbeitet, ist es hilfreich, wenn eure Kundin, euer Modell eben so eine kleine Lampe dann darüber halten kann, damit ihr eben wirklich gut festhalten könnt. Gerade bei Half-Cover-Tipps kann man da immer nicht loslassen. Arbeitet ihr an euch selbst, ist so eine Lampe natürlich auch sehr von Vorteil. Und der Vorteil an dieser Technik liegt auch daran, dass man dann sofort eben feilen kann. Ihr könnt die Übergänge befeilen, beziehungsweise könntet ihr auch direkt zum Beispiel mit dem No Lines arbeiten, mit dem Primer arbeiten. Dazu habe ich auch schon ein Nail Hack Video gemacht. Schaut da auch gerne mal rein. Da bekommt ihr noch ein paar Tipps und Tricks zum Thema Press-Ons. Eine weitere Variation ist jetzt mit einem Full-Cover-Tipp zu arbeiten. Ich habe jetzt hier meinen Nagel mit dem Peel-Off Base von Markart einmal vorbereitet, deshalb glänzt er jetzt. Und genau wie bei dem Half-Cover-Tipp möchte ich eben nicht, dass irgendwo Produkt rausquillt. Das heißt, ich darf den Tipp nicht zu weit runterpressen, damit auch wirklich nur der Naturnagelbereich abgedeckt ist, sowie die Seiten, dass die schön eingepackt sind. Wenn ihr zu weit runterdrückt, habt ihr hinten eben wieder diese Kante und vorne zu wenig Produkt. Deshalb neigen Nägel dann eben zum Abbrechen. Das ist dann insbesondere bei der Dual-Form-Technik wichtig. Also nur so weit runterdrücken, bis der Tipp an den Seiten so ein bisschen einrastet. Das merkt man dann bei sich selber oder wenn man das eben runterdrückt. Ich verwende jetzt hier einmal ein Acrylic Gel, also ein etwas stabileres Gel. Auch hier bitte nicht so viel verwenden, wie man es vielleicht denkt oder gewohnt ist. Wirklich nur so einen klitzekleinen Klecks hinten richtig schön ansetzen und langsam runterpressen, sodass ihr Kontrolle über das Produkt habt und sich das Produkt eben wirklich nur bis zu eurem freien Nagelende verteilt und nicht unten drunter oder an den Seiten rausquillt. Ich habe den Tipp jetzt hier losgelassen, weshalb es sich natürlich wieder abhebt. Das solltet ihr nicht machen, also schön festhalten und dann natürlich blasenfrei aushärten lassen. Und dann habt ihr eben nicht das Problem, dass unten drunter oder an den Seiten zu viel Produkt rausquillt. Probiert das auf jeden Fall mal aus. Das funktioniert eigentlich auch mit jedem Tipp. Und ich möchte euch jetzt noch eine Variation mit der Dual-Form-Technik zeigen. Bei der Dual-Form-Technik ist es wichtig, dass ihr eine Dual-Form auswählt, die nicht zu hoch gestaltet ist im Nagelbettbereich, sondern eher etwas flacher gestaltet ist. Denn ich möchte jetzt die Dual-Form auf den Nagel pressen, der schon ein Haftprodukt drauf hat. Dazu müssen wir aber erstmal die Verlängerung arbeiten. Das heißt also, ihr müsst reverse arbeiten, also so ein bisschen rückwärts. Also erst die Verlängerung bzw. die Dual-Form mit eurem Produkt eurer Wahl, was ihr für die Verlängerung nehmen möchtet, einstreichen, bearbeiten, modellieren. Nennt es, wie ihr möchtet. Ich habe jetzt hier das Acrylic Gel bzw. den Acryl Gel Lack genutzt, weil ich den einfach total schön finde und der lässt sich auch super einfach für die Dual-Form-Technik anwenden. In zwei dünnen Schichten ist das Ganze dann auch stabil. Und nun kommen wir zum Gummigel. Das eignet sich jetzt für diese Technik am besten. Ihr könnt jetzt einen nudefarbenen Ton nehmen, wenn ihr euer Nagelbett abdecken möchtet. Ich verwende jetzt ein Clear, weil ich ja die Verlängerung auch in Clear gestaltet habe.
Hier ist es jetzt auch wieder wichtig, nicht zu viel zu nehmen. Und das Praktische ist, ihr könnt das Gummigel mit euren Fingern anwenden und verteilen. Wer eben kein Produkt an der Haut haben möchte, verwendet Handschuhe bzw. so ein kleines Silikontool. Damit geht es noch besser als mit Handschuhen. Und verteilt das Produkt über den Naturnagel. Lasst vorne links, rechts und nach hinten hin ein klein bisschen Platz, damit ihr die Form, die ihr jetzt eben auf euren Naturnagel presst, noch ein bisschen Spielraum hat und ihr so nicht Gefahr lauft, dass ihr euch etwas in den Rand presst. Und jetzt die Form wirklich nur so weit runterdrücken wie nötig, sodass sich alles verbindet, ihr keine Luftbläschen da drin habt und dann eben schön festhalten, aushärten. Und dann habt ihr wirklich eine super produktsparende Methode. Ihr müsst nicht von unten ausfräsen, ihr müsst die Ränder nicht befeilen, wenn ihr ordentlich gearbeitet habt. Da muss man sich dann so ein bisschen einfuchsen. Wie viel Produkt muss ich verwenden? Hier ist mir jetzt auch ein bisschen rausgequollen, aber trotzdem von unten sieht alles schick aus. Meine Lieben, das war mein Video, meine neue Technik für 2024. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr diese Methode findet und ob ihr sie ausprobieren werdet. Ich bedanke mich wie immer ganz herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis bald. Ciao.